Guten Morgen Welt, hier beim Manulash und es geht rasant weiter mit Ellie im tiefsten Winter. Wir dürfen uns hier mit dem Kollegen gegen die Klicker verteidigen. Und hier mal ein bisschen Medizin. Ist das jetzt eigentlich... Erstmal nachladen. Ist das jetzt eigentlich so im Prinzip... Ja, das ist so im Prinzip dasselbe. Ah, ich verziehe wieder Oyster. Okay, können wir das schaffen? Okay, wir können es allein nicht gegen größere Gegner schaffen. Sehr gut. Jetzt können wir natürlich nicht auf ihn achten. Ja, das sieht dank durch. Ja, genau, ich wusste es doch. Ah! Voll vorbei. Aber ich kann zumindest nicht sterben jetzt. Das ist schon ein Vorteil. Okay. They must have followed. Maybe they followed you and your friend. Doesn't matter. Ich lass mal ihn die ganze Arbeit hier hinten machen. Oh, der war geil. So wird's gemacht. Meine Rede. Das Gewehr ist gut. Das nehme ich gleich mit. Für Joel. Yeah, unser erster Treffer mir mit dem Pfeil und der nächste geht gleich wieder daneben hin. Ah, okay, Munition. Nehmen wir gleich alles auf hier. Können wir super gebrauchen. Ja, volles Gangsterhaus hier. Zum Glück haben die was dabei. Und vielleicht noch einen Schrank irgendwo vorschieben? Oh, okay. Achso, echt? Kann mich die da erwischen, okay? So, jetzt hat Bimmels erstmal am Telefon wieder, wie üblich. Bewacht die Treppe. Ist gut. Erstmal heilen hier. Follow me through here. Okay. Do you know where you're going? I've never set foot in this place. Oh, great. It's clear. This way. Weh, du führst mich irgendwohin. Ah, halt. Der sieht schon so... In Remember Me war die Stelle eigentlich präzisioniert dafür, dass man da irgendwas reintut. You don't need to worry about me. Ja, meinst du nur gut? Stay close. Au. Hey, Kid, you all right? I'm fine. More clickers. Get out of there! Ist irgendwie ganz anders, irgendwie. Ja, ja. Da könnte uns jetzt der Bogen mal helfen. Ja, yeah, ich wusste es doch. Hinterlassen wir die Spuren? Yeah. Das ist das Effektivste gegen Klicker, muss ich mir merken. Wenn es wieder so weit kommen sollte, dass ich mit Joel überhaupt gegen diese Kollegen hier antreten darf. Ja, auf das Gitter trete ich jetzt mal nicht. Bin ja noch nicht ganz blöd.
Genau, geh du mal dahinter. Oh. Gibt's da hinten was Nices? Verschossen. Ich weiß jetzt nicht, wo lang, ehrlich gesagt. Also beziehungsweise was jetzt der Weg ist und was man vielleicht dann eventuell noch finden kann. Okay, da geht's weiter. Naja, egal. Wir haben ja noch ein zweites Mal, einen zweiten Run sozusagen. Was haben wir denn? Ah, okay, sie ist separat dazu, merken. Yes, kann es. Jetzt hilfst du mir wahrscheinlich da hoch, oder? Du wirst mir da nicht hochhelfen. Okay. Here, come here, boost me up. Okay, ready? Mhm. Ja, da macht Not erfinderisch, ne? Und was man für. So, und wir machen jetzt noch geschwind kurz weiter nach dem nach dieser Klingelattacke. Noch ganz kurz. Da muss man auf jeden Fall rüber. Genau, weil es mit Pfeil kann er nicht wissen, wo wir es herkommen. Sie fragen natürlich, ob sie die Klicker auch ausmerzen kann. Oder nur Alt. Nehme ich mit. Oh, dann schieben wir mal die Leiter runter. So, wohin? Geht aber gerade so hier. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob sie Klicker jetzt auch ausschalten kann, aber ich glaube, das sollte nicht unsere Sorge sein. Das wird dann er schon übernehmen. Jetzt bitte kein Bloater. Yeah, no shit. Okay, old man. Die Frage ist nicht, ob es hier einen Weg raus gibt, sondern wie. Jeez. Looks like someone already fought those things and lost. Oh, Lord. I've been looking for these boys. Doesn't matter. Grab the gear. I'm gonna look for an exit. Da haben wir einiges hier mal zurückgelassen, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so profitabel ist. Ich glaube, jetzt geht es dann gleich richtig los. Battle. Ja, das habe ich doch schon. So, what do we do? Get ready. Können wir hier nicht irgendwie mit was fahren? Oh Gott. Tja, gefailt, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal kurz hier im Fall noch. Top Form hier. Oh,
from behind. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Scheiße. So, und jetzt können wir wieder weitermachen mit gewohnter Lautstärke. Mutter ist aus dem Hause wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber so, ich habe ja früher schon selbst moderiert bei Peter und alles und ich habe jetzt ja doch mit YouTube angefangen und da kann ich irgendwie nicht reden, wenn Mutter im Hause ist. Da muss ich irgendwie immer alleine sein, ganz alleine, sturmfreie Bude, um da irgendwie was locker, flockiges und spannendes hinzubekommen. Obwohl wir jetzt gerade gestorben sind, versuchen wir jetzt trotzdem mal wieder hier ein bisschen ein auf Genauigkeit zu machen. Und wieder mit gewohnter Lautstärke, wie gerade eben schon gesagt, weiterzuspielen. Ja, wir müssen da halt irgendwie noch diese Flut an Clicker überleben und dann könnte es schon vorbei sein. Mit diesem Abschnitt würde ich sagen, oder ich hoffe es zumindest. Und hier sind schon viele Clicker und der macht uns mal hier kurz mal ein zu einem schwarzen Bildschirm. Na wunderbar, aber jetzt kommt's Leute. Dreimal Bogen, viermal Gewehr. Jetzt holen wir uns erstmal die drei Leute wieder hier, die da herkommen oder auch nicht. Okay, dann nehmen wir uns jetzt erst noch den hier mit dieser Ladebombe. Ja, keinen getroffen. Okay, lassen wir mal vielleicht liegen. Braucht der auch noch Hilfe? Das ist natürlich jetzt nicht so super. Komm, lass mal den Kollegen hier in Ruhe. Wie viel Gewehrmunitionsdinger da, die nehmen wir mit. Kurz nachgeladen und einmal ein Sackschuss und jetzt kommt hier schon ein Bloater. Naja, vollkommen richtig geraten. So, was machen wir jetzt mit dem? Jetzt erstmal drauf zu schießen. Haben wir da irgendwas? Jawohl, ein Molotov Cocktail. Da nehmen wir doch gleich mal hier einen. Schnell noch ein bisschen Deckung suchen. Und dann los geht's. Die anderen können hier nicht erschossen werden auf von diesen Typen. Also die haben das Gefühl. Nein, weg. En garde. Weg. So. Wo ist der jetzt halt? Ah, der kommt zu uns. Wunderbar. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Ich bin zwar nie pessimistisch veranlagt, aber in dem Abschnitt mit dieser Lebensanzeige bin ich leider dazu gezwungen, sozusagen. Jetzt müssen wir noch die Nadelbombe loswerden. Dann könnten wir vielleicht was machen. Yep, die ist hochgegangen. Mal gucken, ob... Ne, er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Aber wir haben noch eine. Wir können noch eine abfeuern. Jetzt, Kollege, hilf uns. Komm, landet. Jo, ein sanfter Schlag auf die linke Backe. Also beziehungsweise auf die rechte Backe von uns. Okay, next try. Jetzt erstmal die Nagelbombe vorbereiten. Mehr können wir eh nicht machen. Und dann nehmen wir erstmal dich oder Ei. Okay. Lass mich zufrieden. Lass mich. Genau. In your face. Werden wir jetzt wieder nicht schaffen. Das sehe ich schon voraus. Das sehe ich schon voraus. Vielleicht können wir den jetzt noch. Genau. Ja, der nimmt jetzt das Leben. Könnte besser laufen für uns. Aber jetzt waren wir ja flussfertig auch. Nochmal die Nagelbombe. Vielleicht hilft die ja. Und jetzt richtig schmeißen dann. Einen kleinen Hinterhalt jetzt. Zwei hinten. Ja, wenn wir hier umbleiben, haben wir vielleicht keine Chance. Ja, die kommen aus den Fenstern und aus diesem Ding da, aus diesem Durchgang halt, über die Brücke da. Also im Moment habe ich noch nicht so den perfekten Platz gefunden, aber vielleicht lässt sich ja jetzt die Möglichkeit eröffnen, ein bisschen Geschütze aufzufahren und endlich wieder mal mit einer hohen Lebensanzeige einen Bloater anzutreten und diesen dann zu besiegen. Jetzt nehmen wir uns erstmal den hier vor, wunderbar, im Lauf, also in seinem Lauf, gestreckt werden, den gibt's auch nicht mehr da oben. Jawohl. Das
dürfte er gleich wieder kommen, der Bloater. Jetzt nehmen wir uns hier noch ein bisschen Munition. Genau. Da kommt der scheiß Bastard. So, perfekt. Eingeladen. Und das nächste gleich hinterhergeworfen. Ah, du musst weggehen. Du musst weggehen. So, ich hoffe, das genau hinlegen hier. Jawohl. Super, ey. Wenn der Big Guy jetzt down ist, dann haben wir nicht mehr viel. Jetzt darf nur noch er nicht verrecken da oben. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Okay, wir gehen hin. Wir müssen hingehen. Gerade noch so gerettet. Und jetzt dürfte es auch sein, hoffentlich, oder? Es wird schlimmer. Okay. Wir haben es geschafft. Like we killed all of them? Don't sound so disappointed. More like disbelief. I'll check the bridge. Dann check mal. Für uns bitte. Ja, das waren alle, würde ich sagen. Wunderbar. Puh, einmal durchatmen, bitte. Listen. No infected. No infected. What'd I tell you? All right, let's head on back. Check on that buck of ours. Well, you handled yourself pretty nice back there. I'd say we make a pretty good team. We got lucky. Lucky? No, no. No such thing as luck. Now, you see, I believe that everything happens for a reason. Sure. I do. And I can prove it to you. Now, this winter has been especially cruel. A few weeks back, I sent a group of men out a nearby town to look for food. Only a few came back. They said that the others had been slaughtered by a crazy man. And get this, he's a crazy man traveling with a little girl. You see, everything happens for a reason. Don't get upset. It's not your fault. Just a kid. James, lower the gun. No way, David. I'm not gonna let her go. Lower the gun. Now give her the medicine. The others won't be happy about this. Yeah, well, that's not your concern. Move the fuck out of the way. You won't survive long out there. I can protect you. No, thanks. Let's get out of here. Joel? Oh. I only managed to get a little bit of food. But I did get this. Move your arm. Oh.
Was? Here we go. Sorry. Hold on. That's it. You're gonna make it. I'm gonna draw them away from here. I'll come back for you. Gesehen und müssen uns jetzt erstmal ein bisschen fluchtartig fortbewegen. Und ich wünsche dann einen guten Abend, Welt. Ciao, Freunde.